Hallo Leute, ich bin wieder zurück. Danke fürs Zusehen. Und zwar, wie ihr es vielleicht beim letzten Video entnommen habt oder vielleicht auch nicht, das erkläre ich, was jetzt los ist. Ich hatte knapp 50.000 Gems zur Verfügung, habe jetzt 10.000 Gems für Helden verrollt, war eigentlich nichts Brauchbares dabei. Jetzt habe ich gesagt, verrolle ich noch ein bisschen was für Talent, für Hero-Talente, schau, ob ich da was reiß und ja, dann gucken wir mal, was ich mit den ganzen Gems anstellen werde. So, ich würde sagen, wir starten dann einfach mit meinen Talent-Refresh-Cards und dann glaube ich auch mal wieder so 10.000, 15.000 15.000 Gems. Oh, der erste Roll ist ein Bollwerk. Ja, ein Bollwerk. Da habe ich die Geschwindigkeit. Da habe ich schon was richtig Tolles drauf. Da ist auch schon was drauf. Der Ork passt, der hat schon was. So. Ist die Frage. Was habe ich da drauf? 5 Bollwerk. 4 5 4 5. Ja. Es ist immer das Problem, wenn man jetzt etwas kriegt, also es ist erst mein zweites Bollwerk überhaupt. Und wo setze ich das hin? Bei 160 ist er gerade gecapped, aber die 100% zusätzlich könnte ich ihn ganz schnell hochleveln. Die Frage ist, wann kriege ich dann wirklich ein brauchbares Talent für ihn? Aber macht dann. Ich versuch's einmal auf dem Todesritter. Ich versuch's mal auf dem. Einmal Selbstzerstörung. Aber wir starten mal hinten. Ganz weit hinten. Dankeschön. So. Jetzt hätte ich gelacht, wäre es wieder ein 5-5 Talent gewesen, weil dann hätte ich wirklich heute mehr Glück als irgendetwas. So. Und ihr seht, das war's jetzt mal mit meinen Karten. Und jetzt starten wir in die teure Phase des Events. Ja. Und obwohl es gut angefangen hat, bin ich mir sicher, dass es jetzt ganz mies weitergehen wird. Ich glaube, ich habe eigentlich nirgends mehr einen Dreier drauf. 5. Wieder 1. Irgendwo war noch was. Ich muss aufpassen, auf wen ich es drauf gebe, weil ich werde definitiv ein paar Helden verfüttern. Im Prinzip
brauche ich den nicht, ist die große Frage. Die Frage ist jetzt, soll ich es wirklich austauschen gegen Lebensentzug, weil ich würde wirklich gern Lebensentzug mal testen auf dem. Das ist auf alle Fälle besser. Auf dem Santa, so, damit ich den Satz fertig habe. N4-5. N4-5. So. N5-5 wäre mir sehr, sehr viel lieber, weil dann wüsste ich, was ich damit anfange. Und jetzt kann ich gar nicht sagen, was ich damit mache. Ich kann es auf meinen B-Helden raufschmeißen, also sprich auf einen Kürbis und soll ich es auf einen Kürbis drauf werfen? Na, wo ist denn einer? Da haben wir einen Kürbis. Soll ich es auf einen Kürbis drauf packen? Oder? Nein. Ich pack's mal hier drauf. Damit der auch mal ein brauchbares Talent hat. So. 4-5 Bollwerk. Eieiei, ein Bollwerk. Ein Multanica. So, dann mache ich, glaube ich, jetzt noch 3-4 Rolls. Na, endlich mache ich, bis ich auf 30.000 herunter bin. 3-5. Oh, fuck! Ja! Ach. Ewig darauf gewartet! Ewig darauf gewartet! Ja! Fuck! So. Und jetzt ist die große Frage, auf wen ich das draufpacken werde. Ich habe zwei Optionen. Erstens, ich pack's auf den Cupid drauf, obwohl der Cupid mit 4-5 ganz, ganz brauchbar ist. Oder, also der Ares, der hat es schon. Oder ich pack's auf den Destroyer drauf, wobei ich sagen muss, dass es mir auf dem Destroyer zum Testen dass ich das wirklich auf dem Destroyer drauf packen werde, damit ich das testen kann. Und zwar testen dahingehend für die Dungeons beziehungsweise auch für Lost Realm und dergleichen. Deshalb, ich habe so lange darauf gewartet, dass ich es den Destroyer draufpacken kann und deshalb packe ich es jetzt wirklich mit vollem Genuss auf den Destroyer drauf. Ja, super, super, das gefällt mir. Das heißt aber eigentlich, dass ich hier jetzt Pause mache, dass ich das Ganze hier jetzt beende und dass wir uns dann im nächsten Video sehen, wo ich wieder versuche, den Warlock zu rollen und vielleicht habe ich ja Glück und wenn ich ihn habe, was ich wetten könnte, dass er jetzt kommt, nachdem ich ein 5-5 Talent vergeben habe, weil eigentlich ist das wirklich ein Talent, das den Warlock brauchbar macht, aber ist ja wurscht. Wir schauen mal, was passiert.
Wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke fürs Ansehen. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren und nehmt am Gewinnspiel teil, denn am 12. werden wieder Gamecards verlost und es wäre schade, wenn ihr nicht daran teilnehmt. Das war's für dieses Video. Tschüss.